Das ist die Staffel auf dem Weg nach Amsterdam und Rio. Da muss man unter den 16 besten Staffeln Europas oder der Welt sein. Und die Zeit von Regensburg, die zählt mit bei der Qualifikation. Auf geht's, 4x100 Meter der Frauen. So, auf geht's. 4x100 Meter Staffel der Frauen. Die deutsche Nationalstaffel auf der Bahn 5 mit Startläuferin Tatjana Pinto. Wechselt auf Lisa Meyer auf der Gegengeraden. Dann der zweite Wechsel auf Gina Lückenkämper. Und wir haben gesehen, dass sie gut drauf ist, die Schlussläuferin, die 100-Meter-Siegerin heute, Rebecca Haase als Schlussläuferin für die deutsche Nationalstaffel. Und schauen Sie mal, 42,02 Sekunden. Die deutschen Sprinterinnen sind richtig gut drauf. ...42,00 Sekunden. Tatjana Pinto, Lisa Meyer, Gina Lückenkämper und Rebecca Haase laufen Weltjahresbestleistung.